Charlotte ist in Rubinrot so ein bisschen die böse Hexe. Sie ist sehr stolz. Sie wirkt auf viele unnahbar. Sie ist außerdem sehr, sehr klug und sehr souverän. Sie steht nicht bewusst im Mittelpunkt, sondern sie weiß, egal wo sie hingeht, egal was sie macht, sie ist immer der Mittelpunkt. Das heißt, da muss sie sich gar nicht groß anstrengen. Viele sehen sie als zickig, als intrigant, missgünstig, eifersüchtig. Aber ich finde, dass, wenn man sich mal eingehender mit der Figur beschäftigt und mit dem Charakter beschäftigt und wenn man das auch hinterfragt und sich die Frage stellt, ja, wie ist denn die Person eigentlich so geworden, wie sie heute ist, dann merkt man ganz schnell, dass hinter dieser Fassade, die Charlotte ja die ganze Zeit versucht aufrechtzuerhalten, eigentlich ein junger, sensibler Mensch steckt.